Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei, jenem wunderbaren Buch von Nossa Pesechkern, das jetzt dieses Jahr 40 Jahre alt wird. Und heute lese ich die Geschichte von einem ganz besonderen Ort aus, nämlich aus der Geburtsstätte sozusagen, aus dem Haus von Nossa Pesechkern selber. Ihr seht hier, bin ich an einem historischen Ort und das freut mich sehr. Wir haben heute hier eine Vorstandssitzung der Deutschen Gesellschaft für positive und transkulturelle Psychotherapie. Denken über die Zukunft nach und da ist es natürlich klar, dass ich euch auch eine Geschichte zur Verfügung stellen will. In Zukunft vielleicht sogar auch auf Englisch, das muss ich noch mal sehen. Auf jeden Fall geht es heute um das Wunder des Rubins. Ein Scheich erzählte im Kaffeehaus, dass der Kalif den Gesang verboten hätte. Ein Derwisch hörte dies und sein Innerstes zog sich aus Trauer darüber zu einem Klumpen zusammen und eine verzehrende Krankheit ergriff von ihm Besitz. Der erfahrene Hakim wurde an sein Krankenbett gerufen. Er fühlte den Puls, untersuchte ihn nach Regeln seiner Kunst, doch konnte er die Krankheit nicht mit dem in Einklang bringen, was er in großen Büchern der Medizin gelesen hatte, auch nicht mit den Erfahrungen seiner langjährigen Praxis. Der Derwisch hauchte sein Leben aus und der wissensdurstige Hakim schnitt den Leichnam auf. Und er fand dort, wo der Schmerz den Derwisch am meisten geplagt hatte, einen großen Klumpen, der rot war wie ein Rubin. Als finanzielle Not ihn plagte, verkaufte der Hakim den Stein. Dieser wanderte von Hand zu Hand, bis er schließlich in den Besitz des Kalifen kam. Dieser ließ ihn in einen Ring einarbeiten. Eines Tages, als er wieder den Ring trug, begann der Kalif zu singen. Und im gleichen Augenblick färbte sich sein Gewand blutrot, ohne dass sein Körper auch nur eine Verletzung gehabt hätte. Erstaunt sah er, dass sein Rubin brodelte wie heißes Öl und sich wie Blut über sein Gewand ergoss. Erschrocken ob dieses Wunders, wollte er dem Geheimnis des Rubins auf die Spur kommen. Er ließ die früheren Besitzer des Steins der Reihe nach zu sich kommen, bis hin zum Hakim. Und dieser konnte ihm nun das Geheimnis erklären. Ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, wenn ihr über diese Geschichte heute nachdenkt. Und ich werde weitergehen und werde ein bisschen hier, schaut mal hier, genau, durch das Haus von Nossra Pesechkern wandeln, mir hier die ganzen Bücher hier geschrieben hat und noch viel mehr. Ja, ihr Lieben, das war's für heute und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet und zuhört, wenn ich eine neue Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei lese, dass ihr, habe ich es hier gerade, guck mal hier, ja, guck mal da, der Kaufmann und der Papagei. Also, bis dann, ihr Lieben. Ciao.